Na, welches Produkt darf nicht fehlen in der Review-Woche? Leons neues Produkt, der Liquid Refiner. Wie ich mit dem Produkt zurechtkomme, was es bei mir bewirkt, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und du befindest dich im letzten Video der Review-Woche. Du guckst unter das E, da findest du die Playlist zur kompletten Woche, das kann man sich ja nochmal angucken. Und mir hat es unwahrscheinlich großen Spaß gemacht. Also ich werde das auf jeden Fall nochmal machen und es war diesmal kein Problem, Produkte vorzustellen, weil es ist irre viel passiert, muss man an der Stelle sagen. Und ich habe hier auch schon wieder neue Produkte, die mich irgendwie interessieren. Also so eine Woche wird es auf jeden Fall nochmal geben, denn es ist immer cool, speziell nochmal auf einzelne Produkte einzugehen. Denn ich habe wirklich gedacht, dass mir BHA alleine nichts mehr bringt. Aber No mit Leon zusammen haben mit dem Liquid Refiner was rausgebracht, was bei mir eine krasse Wirkung auf dem Gesicht hat. Also ich war wirklich der Überzeugung, BHA ist nicht meine Säure. Aber da lag ich echt falsch. Da lag ich wirklich falsch. Ich kann euch sagen, wie es für mich war, als ich das Produkt die ersten Tage verwendet habe. Vielleicht ist es auch so eine Kombination mit der Bernsteinsäure, die da drin ist. Ich habe das aufgetragen und so am nächsten Tag, also ersten Tag später, merke ich so in meinen Videoaufnahmen, als ich mein Video geschnitten habe, also meine Haut leuchtet wieder und ist lange nicht so fettig. Denn das kann BHA nämlich auch bewirken, zum einen entzündungshemmend und talgregulierend. Und ich hatte schon bei diesem Kolibri-Produkt das Gefühl, das bringt mir nicht so viel. Ich weiß auch nicht. Vielleicht war es auch die Art und Weise, wie man es aufträgt. Ich habe keine Ahnung. Aber erst wieder mit dem Produkt hier bin ich hyped, was BHA betrifft. Und wir sprechen jetzt nochmal über das Thema Sonnenschutz, denn das in Verbindung mit Sonnenschutz ist einfach das A und O. Ich habe den Sonnenschutz von No vorgestellt. Den kannst du dir mal näher angucken. Denn wenn du mit Säuren experimentierst, dann musst du Sonnenschutz tragen. Da bleibt dir nichts anderes mehr übrig. Du schadest dir sonst nämlich immens. Ich meine, es ist schon scheiße, keinen Sonnenschutz zu tragen, aber Säure auftragen und keinen Sonnenschutz tragen geht gar nicht. Also, das steht hier auch auf der Packung drauf und das finde ich halt auch wirklich wichtig. Und ich glaube, da war Leon auch ein bisschen maßgebend, obwohl bei dem Sonnenschutz, da wird ja auch einiges erklärt. Denn Fakt ist, du musst Sonnenschutz tragen, Minimum Lichtschutzfaktor 30. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und das war für mich halt einfach so ein Aha-Erlebnis, weil ich wollte wirklich BHA-Produkten zukünftig aus dem Weg gehen, weil ich da überhaupt keinen Benefit mehr gesehen habe. Aber diese Kombination von dem Produkt, zum einen, meine Haut wirkte praller, wirkte irgendwie auch feuchter. Und das Tolle ist, für jemand, der halt so schnell fettende Haut hat wie ich und jeder, der irgendwie eine fettige Haut hat, der weiß, von was ich jetzt rede. Mit dem Produkt zusammen geht das halt einfach super klar. Und ich verwende das Produkt so wahnsinnig gerne unter einem Sonnenschutz, weil dann weiß ich immer, es fettet mir nicht die Haut komplett ein irgendwann, sondern das reguliert so wunderbar. Es reguliert richtig, richtig gut. Das Ding bei Säuren ist, wenn du mit Säuren noch keine Erfahrungen hast, du musst Säuren einschleichen. Ich habe eine sehr resistente Haut, sprich, ich habe große Poren, ich habe fettige Haut, meine Haut kann einiges abhaben. Aber wenn du Säuren noch nicht gewöhnt bist, ich kram immer wieder gerne die Paula's Choice Geschichte raus. Ich habe als Bloggerin diese ganzen Säureprodukte zugeschickt bekommen von Paula's Choice und habe gemeint, ich müsste das jeden Tag anwenden. Und hatte dann echt ein Problem im Gesicht. Also ich habe mich wirklich von den Säuren verätzt. Ne? Also ist klar, wenn man das jeden Tag verwendet und keine Ahnung davon hat. Und jetzt steht halt sowas in der Drogerie und kostet noch nicht mal so unwahrscheinlich viel. Einschleichen. Das bedeutet,
Nicht deine Haut gewöhnt sich an die Menge, sondern du musst die Menge an die Haut gewöhnen, sozusagen. Das bedeutet, du fängst mit einem Mal an, guckst, wie deine Haut reagiert. In der nächsten Woche, ja, kannst du vielleicht gucken, dass du es zweimal verwendest und kannst wieder gucken, so, wenn es ein bisschen anfängt mit Pieksen, dann bleibst du entweder dabei oder gehst noch mal runter, weil deine Haut muss sich wirklich an die Tatsache gewöhnen, dass du Säuren anwendest und nicht denken, da steht viermal drauf. Und das ist nämlich super beschrieben, weil das ist auf anderen Produkten nicht der Fall. Da steht bis zu viermal, ne? Und nicht denken, ich wende das jetzt viermal an und merke dann, oh, meine Haut mag das gar nicht, aber meine Haut gewöhnt sich schon dran. No fucking way, das dürft ihr nicht machen. Das dürft ihr definitiv nicht machen. Säureprodukte oder allgemein Actives immer einschleichen in die Routine und gucken, was die Haut sagt. Und das nach Möglichkeiten so lange wie möglich einschleichen. Ne? Also ihr habt alle Zeit der Welt auf jeden Fall. Und ja, Sonnenschutz nicht vergessen, das habe ich ja schon gesagt. Aber dieses Leuchten auf der Haut, das hatte ich halt ewig lang nicht mehr, ne? Weil ich habe schlechte Erfahrungen mit dem BHA-Zeug gemacht von Balea. Das ist ja komplett ölig. Und das Kolibri-Zeug hat mich jetzt auch nicht unbedingt überzeugt. Und andere Produkte hatte ich, glaube ich, in der Vergangenheit dann nicht mehr. Ja, ich bin ganz schnell der Meinung gewesen, BHA ist nicht meine Säure, aber falsch gedacht, denn die Kombination ist echt super. Und ich muss an der Stelle auch sagen, ich kombiniere echt gerne. BHA und AHA lässt sich wunderbar kombinieren. Das könnt ihr auf jeden Fall alles beide zusammen mal versuchen, wenn es eure Haut verträgt. Aber bitte nicht übertreiben. Ich habe selbst auch mich so ein bisschen bremsen müssen, weil ich so gut mit dem Produkt klargekommen bin. Und als ich so die ersten Direkteffekte gesehen habe, da wollte ich es fast morgens und abends anwenden. Aber du musst dich dann schon auch ein bisschen bremsen, denn das muss es nicht. Du musst nicht so oft das Produkt anwenden. Viermal reicht definitiv. Und eben so, dass du den größten Benefit davon hast. Und bei mir ist es halt wirklich, wenn ich Sonnenschutz auftragen muss, und du musst ja eine dementsprechende Menge auftragen, packe ich das meistens drunter. Und meine Haut drunter fettet halt lange nicht so extrem nach. Und das ist einfach ein richtig tolles Teilchen. Wie hat das Produkt bei dir funktioniert? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Vielleicht hast du auch irgendwelche Fragen zum Produkt. Einfach unten reinknallen. Meine Zuschauer oder ich antworte dir wahnsinnig gerne. Wenn du eine Frage hast, auf jeden Fall unten in die Kommentare packen. Ja, mich würde deine Meinung wirklich interessieren. Also, ob du damit zurechtgekommen bist oder ob du was komplett anderes sagst. Denn das ist nämlich wirklich wichtig. Denn meine Haut ist ja nicht die Haut von anderen. Wir sind alle individuell und meistens sind es nur Außen, die eben Dinge verändern können oder gerade Produkte verändern können auf der Haut und das muss man einfach tolerieren. Das Produkt ist nicht ganz so wässrig wie der Liquid Hydrator, das ist nicht, sondern es hat so ein bisschen Textur. Es ist aber nicht ölig. Es geht wunderbar schnell in die Haut rein. Und man braucht vor allem nicht wahnsinnig viel. Der Leon wendet auch auf der Kopfhaut an. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, da war ich zu geizig. Aber es macht wirklich Sinn, das Zeug auch auf der Kopfhaut anzuwenden. Also ich werde es auf jeden Fall noch tun. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es ist eh so, dass du gut formulierte Skincare natürlich auch auf der Kopfhaut anwenden kannst. Aber es interessiert mich, es brennt, es juckt mir schon so ein bisschen in den Fingern. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren beim nächsten Haare waschen. Kurz vorher das drauf machen und dann runterwaschen. pH-Wert ist ja eben so eingestellt, dass das Produkt peelt. Und wie gesagt, mein Glow auf der Haut ist zurück und meine Haut ist lange nicht so fettig, wenn ich das anwende. Also ich liebe das Zeug wirklich und würde es mir sogar nachkaufen, auf jeden Fall. Also es gibt nicht viele Produkte, von denen ich das sagen kann, aber das würde ich mir nachkaufen. Und mit 10 € ist es echt kein Ding. Ich würde mich an der Stelle wieder abmelden. Ich sage danke fürs Einschalten, danke für die Review-Woche. Du findest die Playlist unter dem i, nebst einer Playlist, die ich von No-Produkten allgemein gemacht habe. Ich sage danke fürs Einschalten. Hier geht es regulär weiter auf dem Kanal, jeden Donnerstag um 20 Uhr. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.